Am 17. September 2014 starb das finnische Kino-Urgestein Peter von Baag im Alter von 71 Jahren. Er hätte am Samstag in Wien eine von ihm kuratierte Retrospektive persönlich eröffnen sollen. Der finnische Filmhistoriker, Regisseur, Verleger und Dozent Peter von Baag starb nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren. Das teilte das österreichische Filmmuseum am Montag mit, das sich in tiefer Trauer von einem der letzten Renaissance-Menschen des Kinos verabschiedet. Die Filmschau in Wien lädt zu einer Reise durch das finnische Kino von 1937 bis 2006 und umfasst 17 Filme, darunter auch Werke von Baag selbst. Der Schwerpunkt liegt in der Studio-Ära, die der Kurator und Mitbegründer des legendären Midnight Sun Film Festivals in jahrzehntelanger Arbeit selbst erschloss. Das Werk von Baags, der bereits am 17. September verstarb, wurde seit einer Werkschau beim Festival von Rotterdam im 2012 zunehmend auch außerhalb seiner Heimat entdeckt. In Wien wird statt der geplanten Gespräche sein Mitstreiter Olaf Möller in Einführungen an das herausragende Kino-Urgestein erinnern.